Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Ralf Kasen. Ich bin einer der drei ehrenamtlich Tätigen im Drehstromnetz. Es ist so, das Drehstromnetz, wie es dort auch steht, ist ein nicht kommerzielles Netzwerk von privaten Anbietern, die sich gegenseitig die Möglichkeit eröffnen, Drehstrom zu laden auf einem nicht nur Schuko-Steckdosen-Niveau, sondern halt innerhalb einer CE-Steckdose Minimum 16 Ampere, 32 Ampere. Wie ist es dazu gekommen? Also das sind die Themen, die ich gerne vorstellen möchte. Zum einen die Historie und das Prinzip, die Entwicklung, die Technik und die Tendenz. Zur Technik werde ich gleich noch ein paar Bilder zeigen. Die Historie des Drehstromnetzes basiert darauf, dass ab dem Jahre 2000 durch die Veränderung der Batterietechnologie letztendlich die Ansprüche an Leute, die zu dem Zeitpunkt schon elektrisch unterwegs waren, gestiegen sind. Wir waren nicht mehr zufrieden damit, dass wir eine Schuko-Steckdose hatten, sondern aufgrund neuer Batterietechnologien, aufgrund preiswerterer Ladetechnik haben wir mehr Strom in kürzerer Zeit benötigt. Und da kam natürlich eine normale Schuko-Steckdose relativ schnell an ihre Grenzen. Und auch die Anzahl der Tourenfahrten nahm also immer mehr zu. In dem Falle, wenn ich eine Tour mache, das ist etwas, was ich nicht alltäglich mache, dann fahre ich halt mal nach Norddeutschland oder nach Süddeutschland und dann brauche ich schon mal ein bisschen Power auf der Leitung, weil ich halt entsprechende Ladetechnik im Fahrzeug hatte. Die angesprochene Ladetechnik, wie gesagt, wurde immer günstiger. Die Batterietechnologie entwickelte sich. Wir haben immer mehr Leistung, immer mehr Kilowattstunden in den Fahrzeugen gehabt. Elektromobilität ist ja nicht etwas, was erst seit 2005, 2010 existiert. Nein, Elektromobilität gibt es schon seit Anfang der 90er Jahre. Ich selber bin 1995 mehr oder weniger in die Elektromobilität eingestiegen mit einem relativ kleinen Fahrzeug. Damals haben wir noch Bleibatterien an Bord gehabt mit relativ kleinen Kapazitäten und ich war dann schon immer happy, wenn ich 25 Kilometer weit kam. Aufgrund der zunehmenden Anforderungen entwickelte Holger Käser die Idee und initiierte das sogenannte Drehstromnetz als privatbasiertes Ladenetzwerk. Also er hat das Problem für sich erkannt und gesagt, ich schaffe eine Lösung. Ich gucke mal, was ich machen kann, weil zu dem Zeitpunkt, über den ich hier rede, gab es von den konventionellen Versorgungsanbietern, wie wir sie heute am Markt haben, Rhein Energy, RWE und so weiter. Es gab ja nichts. Es gab nur die Steckdose zu Hause letztendlich. So. Damit ich eine solche Sache realisieren kann, beziehungsweise daraus entwickelte sich eine ganz klare Vorgabe für einen Drehstrom-Ladehalt. Also die Terminologie Ladehalt ist zum Beispiel auch ganz bewusst gewählt, weil wir wollen nicht von einer Elektrotankstelle reden, wir wollen nicht von einem... wir wollen gar nicht in diese kommerzielle Schiene hinein, sondern offiziell handelt es sich bei einer Drehstromkiste um einen abschließbaren Hausanschluss im Außenbereich. So muss man das sehen. Und das ist auch ganz wichtig, was die Haftung betrifft, was die Zugänglichkeit und die Verfügbarkeit betrifft. Die Anforderungen an ein Mitglied oder an jemanden, der einen Drehstromladehalt für das Netzwerk zur Verfügung stellt, war, dass der Zugang zu diesem Netzwerk oder zu diesem Anschluss 24 Stunden, 7 Tage die Woche möglich sein muss, ohne Voranmeldung. Und das ist ganz wichtig. Wir haben parallele Netzwerke, das Lemnet zum Beispiel, welches primär darauf aus war, dass man sich irgendwo anmeldete und dann sagte, ich komme dann und dann hin. Und da kommt man sehr schnell an gewisse Grenzen, dass man gewisse Zeiten nicht einhalten kann, wenn man auf Tour ist. Das heißt, diese Verfügbarkeit ist ganz wichtig. Heißt aber nicht, wenn man so ein Ding hat, dass man sein eigenes Auto da nicht laden darf, damit die Verfügbarkeit gegeben ist.
Das Prinzip des Netzwerks ist so, dass jeder Nutzer, also jeder, der das Netzwerk nutzen möchte, selber auch anbieten muss. Wir haben immer das Verhältnis 1:1. Wir haben keine 1:n-Verhältnisse. Das ist auch ganz wichtig. Ja? So kontrollieren wir letztendlich auch die Anzahl der Leute, die anbieten und die nutzen. Die Vergütung ist ja auch immer ein großes Thema, auch bei dieser Veranstaltung. Auch hier sind wir ganz bewusst nicht dabei und haben irgendein Abrechnungssystem oder sonst was, sondern der Strom wird zur Verfügung gestellt vom Anbieter und er entrichtet eine Spende. Das kann auch eine Packung Kaffee sein oder irgendwas aus seiner Region oder sonst was. Ja, also es ist hier nicht so, dass man, wir kennen natürlich die Tarife, so ist es nicht. Wir schreiben sie auch in unserer Liste rein und sagen, der Anbieter hätte gerne für die Kilowattstunde 25 Cent oder 30 Cent. Ja, das ist keine Frage, jeder kennt seine Preise, aber wir machen jetzt keine komplizierte Abrechnung dahinter, ich habe so und so viel bezogen und du hast mir so und so viel zu geben. Nein, wir wissen alle, welche Leistungen wir beziehen, multipliziert mit der Zeit kommen die Kilowattstunden plus minus raus und das Geld hinterlasse ich letztendlich in dieser Kiste. Nein, das Bild muss ich gleich noch zeigen. Dort haben wir so kleine Dosen drin, ehemalige Filmdosen, Nassfilmdosen und dort kann man locker 1 Euro, 2 Euro reintun, weil was kann man denn letztendlich in 1-2 Stunden, die man vor Ort richtig mit Schmackes, nenne ich es mal, lädt, was kann man denn da ziehen? Das ist nicht viel an Geld. Zusätzlich zu dieser kleinen Dose zum Hinterlegen der Stromspende haben wir auch ein Kistenbuch, auch wieder eine Eigenkreation, dieses Wort. Dort dokumentiert derjenige, der geladen hat, in der Regel auch, dass er da war, wann er da war und schätzt ungefähr ab, wie viel er gezogen hat. Die neueren Kisten der neueren Generation haben eine Messeinrichtung drin, sodass man auch wirklich ablesen kann, wie viel man gezogen hat. Insofern ist man da besser informiert. Wir haben dann noch eine Besonderheit innerhalb des Netzwerkes geschaffen. Für Leute, die zwar E-Mobil fahren, das Drehstromnetz nutzen wollen, aber leider nicht in der Lage sind, zum Beispiel selber einen Ladehalt anzubieten. Hier haben wir die Möglichkeit einer Patenschaft geschaffen. Wir bringen letztendlich jemanden, der einen Drehstrom-Ladehalt anbieten will und jemanden, der gern das Netzwerk nutzen möchte, zusammen 1:1, ohne dass das über uns läuft. Und die beiden tauschen sich dann aus. Das heißt, der eine gibt dem anderen sozusagen eine Summe X, damit der einen Ladehalt aufbauen kann, in Betrieb nehmen kann. Und damit ist derjenige, der nicht in der Lage ist, diese Installation durchzuführen, berechtigt, das Drehstromnetz zu nutzen. Die Informationen, wo ist denn jetzt ein Ladehalt oder wo kann ich denn Strom bekommen, wird in einer Datenbank erfasst, welche ich pflege. Also ich bin, wie gesagt, einer der drei Personen, die dieses ehrenamtlich machen. Ich pflege diese Daten, kommuniziere mit Leuten. Wenn Veränderungen da sind, dann werde ich angeschrieben über eine bestimmte E-Mail-Adresse. Und dann ist es so, dass ich die Einträge aktualisiere oder Leuten mitteile, ja, ich habe deinen Ladehalt-Eintrag erstellt. Du kannst jetzt sozusagen die Daten abrufen. Und diese Daten können innerhalb oder auf einer bestimmten Internetseite in einem passwortgeschützten Bereich abgefragt werden und stehen in Form einer PDF-Datei, also als Download zur Verfügung. Man kann sich einen Datensatz schicken lassen, der auf das Navigationssystem, auf zwei verschiedene Navigationssysteme geladen werden kann. Dann hat man zum Beispiel die ganzen Ladehalte vom Drehstromnetz als POIs, Points of Interest, innerhalb des Navigationssystems zur Verfügung. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir eine bestimmte Datei uns schicken lassen können, welche dann innerhalb unseres Smartphones zusätzlich eingelesen wird und uns dann zu den LEMnet-Daten, also das LEMnet ist halt ein öffentlich zugängliches Ladestellenverzeichnis, dort werden diese Daten zusätzlich hinzugeladen und stehen dann aber auch nur diesen Anwendern, die diese Datei bekommen haben, zur Verfügung.
Der Datenzugriff ist auf jeden Fall gesichert, dass es nur ein geschlossener Nutzerkreis ist. Es gibt einige Mitglieder, die ihren Ladehalt natürlich auch an anderer Stelle publizieren. Es gibt da verschiedene Anbieter, die Informationen anbieten, aber das ist halt jedem Mitglied im Drehstromnetz freigestellt. Grundsätzlich geben wir die Daten und die Standorte und die Informationen nicht raus. Ich habe hier mal ein Beispiel, wie so etwas aussieht. Also das ist die Lemnet-Seite, das ist jetzt auch von meinem eigenen Smartphone runter. Und die Besonderheit, also das ist ja auch mein Ladehalt, den ich hier anzeige, das ist in Düsseldorf-Wersten, wo ich meine Drehstromkiste anbiete für die anderen. Und ich hoffe, Sie können es sehen, der ist rot und die anderen sind grün. Ja, das heißt, über diese Kodierung, über diese Farbkodierung sehe ich, hier ist ein Drehstromladehalt, da ist ein Drehstromladehalt, hier dieser Ladehalt zum Beispiel, der ist, wird von den Stadtwerken angeboten. Wenn man jetzt doppelklickt oder anklickt dieses Symbol, dann bekommt man Zusatzinformationen über den Standort, wie ist die Örtlichkeit und man kann aus dieser Anwendung heraus auch direkt dorthin navigieren. Also wenn ich sage, ich will da und dahin, dann rufe ich erst die Detaildaten auf und sage, bitte navigiere mich dahin. Und das ist halt die übliche Google Maps-Applikation an der Stelle. So, wie hat sich dieses private Netzwerk denn entwickelt in den letzten Jahren? Wie gesagt, 2006 ungefähr ging es los, relativ langsam, der Zuwachs, aber stetig, kann man sagen. Wir haben einige Jahre... Oben unten. Wir haben einige Jahre dabei, wo ein bisschen weniger war. Also immer die kleinen sind immer die Zuwächse pro Jahr. Insgesamt sind wir jetzt wirklich bei 400 Ladehalten, privaten Ladehalten. Das heißt, da ist kein geförderter Ladehalt oder sonst was. Es gibt also 400 Leute, die sich gegenseitig Drehstrom-Ladehalte zur Verfügung stellen. Und man sieht letztendlich auch, dass die Elektromobilität richtig Schub gewinnt, allein an der Tatsache, dass wir bis Anfang des Monats hier im Jahre 2014 so 80 neue Ladehalte hatten. Normalerweise rechnen wir immer mit ungefähr einem Ladehalt pro Woche. Das kann mal mehr, mal weniger sein, ist auch ein bisschen saisonbedingt. Wenn Leute auf Tour gehen, wollen sie auf einmal auch natürlich das Netzwerk nutzen. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Wachstum kontinuierlich und stetig. Und wir machen keine Werbung dafür. Man muss auch sagen, das Drehstromnetz ist natürlich nichts, womit man Geld verdienen kann. Allein schon die Tatsache, dass ich etwas verspende, dass ich gegen Spende etwas mache, ist natürlich ja, eigentlich nichts, wo ich Geld mit verdienen kann. Primär geht es hierbei darum, dass Sie einen professionellen Anschluss haben, einen guten, sicheren Anschluss haben, an dem Sie zum Beispiel auch Ihr eigenes Elektrofahrzeug anschließen können, was auch den entsprechenden Vorschriften entspricht. So, hier sehen Sie mal so die Abdeckung des Drehstromnetzes in der Nordregion. Sie sehen zum Beispiel hier oben, da sind wir noch massiv unterbesetzt. Auch im Osten würden wir uns deutlich mehr Ladehalte wünschen. Also wenn jemanden in Cuxhaven zum Beispiel kennt, der da ein Blockheizkraftwerk betreibt, der ein gutes Gelände hat, dann, und der bereit wäre, einen Drehstromladehalt einzurichten, dann sind wir gerne bereit, die Kiste auf eigene Kosten dahin zu hängen. Das ist nämlich auch diese Art von Patenschaft, die ich vorhin erklärt habe. Man muss nicht unbedingt das Drehstromnetz nutzen, man kann ja auch anbieten an der Stelle. Im Süden sieht es halt so aus, da sind wir auch ganz gut besetzt letztendlich, das Ganze geht auch bis in die Schweiz hinein, also viele unserer Nutzer sind natürlich dazugekommen, gerade in diesem und im letzten Jahr, aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt Fahrzeuge kaufen können, die natürlich in der Premium-Klasse angesiedelt sind und die brauchen schon richtig Power, wenn die laden und unterwegs sind. Natürlich gibt es da entsprechende Charge. Ja, die Technik. Hier sehen Sie mal so eine Kiste halt, das ist die alte Version hier oben, die wird so nicht mehr gebaut. Dieses entspricht der heutigen Version, wie Sie hier auch sehen können. Die wird in zwei Versionen ausgeführt, 16 und 32 Ampere.
Das ist jetzt eine Version, wie Sie hier ebenfalls sehen können. Da haben Sie die Möglichkeit, letztendlich den Stecker reinzustecken und die Kiste zuzumachen und keiner kann Ihnen den Stecker rausziehen. Wir haben aber im Endeffekt haben wir nie Probleme, dass jemand einen Stecker rauszieht, weil wir immer in Privatbereichen sind. Wir sind immer auf Privatgrundstücken. Das heißt, diese Kisten haben eine sehr hohe Verfügbarkeit, weil es immer eine 1-zu-1-Beziehung zwischen Kiste und Person gibt an der Stelle. Die Firma Wörl stellt diese Kisten her und vertreibt sie. Das können wir natürlich als Initiative nicht machen. Wir sind ja kein Unternehmen an der Stelle. So, wie lange habe ich noch? Eigentlich nichts mehr, aber jetzt ist gut. Okay. Einfach weitermachen. Gut, danke. Also, die Grenzen sind jetzt letztendlich dadurch gegeben, dass wir innerhalb des Drehstromnetzes uns entschieden haben, diese Typ-2-Entwicklung nicht zu realisieren. Das heißt, Typ 2 ist so für Insider, ist ein Stecker, der sieht nicht rot aus, sondern der ist so schwarz, so rund und hat so und so viel Pinne da vorne drin. Und der ist bei den meisten professionellen Fahrzeugen jetzt heutzutage dabei, damit die an eine RWE-Säule dran gehen können. Draußen kann man sie sich angucken, einfach mal an die Boxen gehen, mal aufklappen, schauen, ob man diesen Stecker kennt oder diese Buchse kennt. Der Hintergrund ist einfach der, dass Sie mit diesem Schritt von einem normalen CEE-Hausanschluss hin zu einem Typ 2 einen Schritt vollziehen würden, auch einen haftungstechnischen Schritt vollziehen können, den wir bewusst nicht gehen wollen. Und deswegen sind also einige unserer Mitglieder ganz pfiffig und machen es halt so, dass sie sagen, okay, diese Kiste habe ich bei mir zu Hause hängen und dieses hier ist letztendlich eine mobile Einheit, was ganz viele mittlerweile in ihren Fahrzeugen drin haben. Das heißt, sie nehmen das mit, um jederzeit die Möglichkeit zu haben, wenn denn doch Drehstrom zur Verfügung steht, mit dieser Einheit doch für ihr Fahrzeug Strom zu bekommen. Weil wenn sie keinen CEE-Stecker an ihrem Fahrzeug haben, werden sie vor einer Drehstromanschluss stehen und sie kriegen keinen Gramm Strom, weil die nicht miteinander reden, weil heutzutage reden ja Steckdosen miteinander. Früher musste man ja nur den Stecker reinstecken, um Strom zu bekommen. Nun ja, also an dieser Stelle ist halt der Betreiber hingegangen, hat gesagt, okay, ich nehme die Drehstromkiste, nehme dieses mobile Teil, das kann er auch wirklich abhängen und das hat die Intelligenz und das kommuniziert mit dem Auto an der Stelle. Und wie gesagt, wir haben uns dagegen entschieden, diese Dosen sozusagen in die Drehstromkisten zu etablieren. Es gibt dann aber auch ein anderes Beispiel, das sieht dann so aus, irgendwie ganz gleich wie das vorherige, aber wenn man das dann aufmacht, dann sieht es so aus. Also die primäre Dose ist jetzt die Typ-2-Dose, die für die etablierten Fahrzeuge. Und damit jemand aus dem Drehstromnetz überhaupt laden kann, weil der will ja wieder CEE-Anschluss haben, ist der Betreiber hingegangen, hat so eine Kiste aufgehängt, hat gesagt, okay, ich mache dir hier so einen Typ-2-Stecker, das ist übrigens so einer, und da hast du hinten eine CEE-Steckdose, den steckst du da rein, dann drückst du auf Knopf und dann hast du auch Strom, hast du wieder CEE-Strom. Also diese Möglichkeiten bestehen. Es geht primär darum, dass einfach die Leistungen, die wir für die Fahrzeuge benötigen und die auch die käuflichen Fahrzeuge brauchen, dass diese Leistung sicher zur Verfügung gestellt wird. Da geht es nicht mehr darum, dass ich in eine Steckdose gehe. Da gehe ich mit maximal 2,5 kW dran. Ein BMW i3 zum Beispiel, wenn Sie da sagen, maximale Ladeleistung für Steckerbetrieb, dann haben Sie 2,5 kW zieht der, was ja auch richtig ist, weil über eine normale Schokosteckdose mehr als 10 Ampere auf Dauer zu ziehen, ist nicht zulässig. Jo. Gut, ich bin auch schon fast durch. Welche Möglichkeiten bestehen? Also für mich war ganz interessant, wir haben Messtechnik in den Kisten drin, so eine Messeinrichtung und diese Messeinrichtung gibt ein S0-Signal. Für den einen oder anderen Techniker von Ihnen sicherlich ein Begriff, den er kennt. Das heißt, ich könnte dieses Signal nutzen, um zum Beispiel mein Blockheizkraftwerk
von der Modulation her, von der Leistung her, nach oben zu fahren. Stecker rein, ich lade mein Auto und dann habe ich ein S0-Signal, welches dann da drauf geht. Das kann ich natürlich auch über meinen Hausanschluss machen, das geht natürlich auch, weil wenn das Fahrzeug am Hausanschluss lädt, dann kann ich das am Hausanschluss machen. Der Nachteil ist aber, so habe ich das für mich erkannt, dass diese Kisten von den Energieversorgern in der Regel ja nicht die Möglichkeit bieten, mir legal dort irgendwas anzuschließen und ein entsprechendes Signal abzurufen. Und die Steuerung von Blockheizkraftwerken ist sicherlich auch eine ganz interessante Sache an der Stelle. Ja, das wäre dann so mein Statement dazu. Und das gilt auch für mich. Ich wünsche mir immer, dass ich eine Amperestunde oder eine Wattstunde mehr in der Batterie habe, als ich brauche. Oder dass der nächste Drehstromlader halt letztendlich in unmittelbarer Nähe ist. Das nennt man dann klassisches Upcycling, eine alte Stromsäule umgebaut zur Stromtankstelle. Herzlichen Dank und wenn von Ihrer Seite Fragen sind, gerne. Ja, genau, dann machen wir einmal eine kleine Fragestunde. Sie merken schon, ich habe den Herrn Carsten länger reden lassen, aus einem ganz einfachen Grunde. Das BRKW-Forum hat schon eine lange Partnerschaft mit dem Drehstromnetz, aber da kann unser Vorsitzender aber was zu sagen. Hast du ausgemacht? Jetzt. Jetzt haben wir es soweit. Herr Carsten, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Es gab ja bei uns aus der Gemeinschaft heraus das große Interesse an diesen Drehstromkisten und uns wurden damals 3 solcher Kisten als Partnerschaft zur Verfügung gestellt, die auch jetzt eine am Vereinssitz bei uns und 2 bei unseren Mitgliedern installiert wurden und dort den E-Fahrzeugfahrern zur Verfügung stehen, die auch stark angenommen werden. Und nochmal der Hinweis von uns, wir sehen es bei uns relativ häufig, dass an den Drehstromkisten jetzt sogenannte Chromboxen hängen und diese Chromboxen auch die neuen Fahrzeuge wieder laden können und dass die Fahrzeugbesitzer moderner E-Fahrzeuge, die das Drehstromnetz nutzen, durchaus auch entsprechende Adapter für ihre Fahrzeuge dabei haben, sodass ich auch für das Drehstromnetz immer noch eine große Zukunft sehe, auch wenn dieser Industriestandard Typ 2 eigentlich die privaten Anbieter so ein bisschen zurückzudrängen versucht. Wo ich nochmal darauf hinweisen möchte, ist, wir werden gerne nochmal darauf hinweisen in unserem E-Mail-Newsletter, dass man noch Partnerschaften von Ihnen erhalten kann. Sie hatten ja eben in Ihrem Vortrag darauf hingewiesen und das ist für BHKW-Betreiber natürlich auch immer eine schöne Geschichte, wenn der hocheffizient erzeugte Strom dann auch für einen sinnvollen Zweck verwendet wird und nicht einfach als Graustrom ins Netz eingespeist werden muss. Herr Carsten, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wir freuen uns darüber sehr. Vielen Dank. Danke. Herzlichen Dank.